Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zu einer weiteren Folge F1 2024 und zur letzten Folge vor dem Urlaub. Ich habe es ja schon mal in der einen oder anderen Folge gesagt. Nach dieser Folge gibt es hier erstmal 2 Wochen Urlaub und dann gibt es dann am Montag in 2 Wochen, wenn ich dann wieder back aus dem Urlaub und Co. bin, wieder neue Folgen. Also da eine kleine Pause auf jeden Fall. Und ich muss auch nochmal bei F1 sagen, fetten Dank für die 4000 Abonnenten auf diesem Channel. An jeden, der hier still zuschaut, an jeden, der liked, natürlich an jeden auch, der hier immer fleißig mit am Kommentieren ist. Fetten Dank für den Support und für inzwischen über 4000 Abonnenten auf diesem Kanal hier, komplett crazy. Ich habe schon im EA Sports FC Video gesagt, es ist crazy. Ich weiß noch genau, wie es am Anfang war, wo dann die ersten dazu kamen, wo dann der erste Kommentar da war, wo ich mir irgendwann vorgestellt habe, bei 25 Abonnenten, wie so eine ganze Schulklasse zuschaut, und jetzt sind wir einfach 4000 Leute. Also da wirklich nochmal an jeden Einzelnen von euch fetten Dank, Leute. Und wir haben gleich mal einen Sprint Wochenende hier zum Abschluss, in Anführungsstrichen, beziehungsweise vor der großen Pause. Ich würde sagen, ich laber gar nicht so viel hier am Anfang. Wir gehen direkt rein in Sprint Qualifying. Auf geht's gleich in unsere erste Runde. Und wir schauen mal, was für eine Zeit wir hinlegen. Jetzt kommt da direkt einer raus. Ich hoffe, der geht da aus dem Weg. Es ist Albon. Aber der hat das jetzt nicht so viel Zeit gekostet oder so. Das war ja schon mal beim einen oder anderen Qualifying anders. Und wir schauen mal, was für eine Zeit wir hinlegen können. Wir sind auf P20 zurückgefallen. Ja, gut, dass wir vor Albon vorbeigekommen sind, sonst hätte er ganz schön genervt. Wir sind auf jeden Fall deutlich schneller als Bottas. Das ist schon mal positiv. Mit dem Alpine sollte das auch locker möglich sein, sich gut zu qualifizieren beim China Grand Prix. Da haben wir jetzt... Wer ist das? Tsunoda vor uns? Ja, der fällt sich da ein bisschen komisch, um ehrlich zu sein. Jetzt geh aus dem Weg, schön. Wir sind 18. schneller als Bottas, also eigentlich sollte da nicht schief gehen. Jetzt pushen wir nochmal hier. Und dann sollten wir uns easy für Q2 qualifiziert haben im Normalfall. Pushen alles raus, was geht. Ricciardo jetzt dort, ja. Geht nicht ganz aus dem Weg, stört jetzt erstmal aber auch nicht weiter, weil er jetzt gerade selber Tempo nochmal aufnimmt. Seine schnelle Runde, haben wir sogar noch ein bisschen Windschatten. Und wir fahren eine 1:32,8. Okay, das war eine richtig starke Zeit. Damit sind wir easy in Q2. Also wir haben uns hier easy für Q2 qualifiziert. Keine Ahnung, warum Ocon so viel langsamer ist. Na gut, wir haben es auf jeden Fall easy geschafft. Gehen wir rein in Q2, schauen mal, ob wir uns für Q3 qualifizieren können. Aber das Tempo sollten wir eigentlich haben. Es soll bald regnen, das heißt, die nächste Runde sollte direkt sitzen. Sonst wird es ein bisschen schwierig für uns, sich zu qualifizieren. Ein Red Bull bleibt sogar noch in der Box, das ist gefährlich. Wenn der Regen kommt, könnte das sein Todesurteil sein. Uiuiui, ja, ein bisschen weit. Aber jetzt noch nicht ganz so viel Zeit verloren, Gott sei Dank. Also schon ordentlich, auch hier ist nicht gut gefahren. Ach, aber egal, komm, pushen wir weiter. Noch ist nichts verloren. Gucken gleich, wie der zweite Sektor wird. Ich meine, noch ist keine Zeit gefahren. So, nur dafür eine 1:34er Zeit, das ist kein Problem für uns. Also diese 1:34 noch was, die hauen wir locker weg. Selbst mit dem Fehler eben. Piastri hier eine 1:33er Zeit. Interessant. Also ich hatte vorhin eine 1:32,8 war das, glaube ich. Ah, 1-2 Quersteher hier, nicht ganz optimal. Perez 1:33,9. Das sind nicht die allerschnellsten Zeiten bisher. Alonso 1:33,1. Das ist schon nicht schlecht. Russell 1:33,0 und wir fahren eine 1:33,1. Damit kann man zufrieden sein. Unsere Zeit hat am Ende auf jeden Fall gereicht, um uns hier zu qualifizieren auf P7.
Ocon tatsächlich raus. Der ist gar nicht mal so schnell hier. Interessant. Aber gut, gehen wir ins Q3. Eventuell unter nassen Bedingungen können wir schauen, was da so geht. Es wird gleich spannend, was für eine Zeit wir hier hinlegen. Wir haben wahrscheinlich nur die eine Runde, weil der Regen stärker wird. Hoppala. Gucken wir mal. Also, ich kann das gerne nochmal durchgehen. Intermediates passen gerade am besten. Okay, eben hat er noch gesagt, der Regen wird stärker. Intermediates sind im Moment die schnellsten Reifen. Okay, diesmal sagt er nicht mehr. Na gut. Wir gucken, was auf den Inters geht. Hier gemischte Bildung. Beim Sprint soll es ja auch eventuell regnen. Jetzt gucken wir, was wir hier hinlegen. Vorsichtig. Ja. Intermediates passen gerade am besten. Okay, jetzt sagt er immer nur, Intermediates passen am besten. Vorne hat er noch gesagt, der Regen wird stärker. Etwas sehr eng gefahren. Das ist aber natürlich auch eine große Chance unter den Bedingungen, eine richtig gute Zeit hinzulegen. Ja, ein bisschen bin ich da am Rutschen. Ja, hier auch, nicht so einfach. Intermediates sind im Moment die schnellsten Reifen. 1,43er Zeit von Leclerc, okay. Das ist der erste Anhaltspunkt. Es wird gerutscht, hier muss man jetzt auch aufpassen und gleich alles an Energie rausballern. Norris hat 1,44,6 gefahren. Hier muss man jetzt versuchen, alles rauszuholen, was geht. Und wir versuchen wirklich alles rauszuholen. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht. So. Und noch die letzte Kurve. Kriegen wir die? Ja. Wir fahren eine 1. 43er Zeit. 43,8. Und damit sind wir sogar schneller als Verstappen. Sehr nice. Wir sind am Ende tatsächlich auf Platz 2. Diese gemischten Bedingungen haben hier gerade die Red Bulls so ein bisschen in Probleme gebracht. Nur auf 4 und 6, was für die wirklich ein sehr, sehr schwaches Ergebnis ist. Wir haben die ganze Zeit schon gut überperformt und starten einfach mal vom P2. Also je nachdem, was für Bedingungen wir im Sprint haben, könnte das eine richtig fette Punktanzahl für uns bedeuten. Wir sind hier beim Shanghai-Sprint in China und es sind erstmal trockene Bedingungen. Und das bedeutet, Leclerc jetzt hier auf 1, dann wir auf 2. Hinter uns haben wir dann, ich glaube, es war Fernando Alonso, oder? Genau, Alonso vor Verstappen. Dann Perez vor Lando Norris gelandet. Russell vor Piastri. Dann Stroll und Sainz nur auf 10, das ist schon wieder typisch fast schon, aber Hamilton sogar nur 11. Ricciardo, Tsunoda, Ocon 14. Albon, Joe auf 17, Bottas, 18 Behrmann und ganz hinten die beiden Haas mit Vesti und Hülkenberg. Und ja, das wird spannend, was für uns so geht. Ich meine, das ist eine super Platzierung. Es soll irgendwann anscheinend auch regnen, auch interessant. Und wir gucken einfach, was geht beim Sprint. Also wir haben natürlich ein paar Fahrzeuge hinter uns, die im Normalfall uns irgendwann überholen sollten. Das letzte Mal, wo wir so eine gute Platzierung hatten, hatten wir einen Fehlstart. Wir gucken mal, wie es dieses Mal läuft. Dieses Mal kein Fehlstart. Der Start ist okay. Leclerc kommt besser weg. Ja, nee, wir werden kein großes Risiko eingehen. Neben uns hier natürlich Alonso, der versucht zu pushen. Aber wir haben hier erstmal Platz 2. Das ist schön. Verstappen versucht jetzt schon an Alonso vorbeizugehen. Kollision mit Leclerc, okay. Anscheinend habe ich ihn da vorne ein bisschen berührt. Okay, dann halt nicht. Ich hätte gern gewusst, was mit meinem Fahrzeug ist. Aber gut. Gucken wir mal, ob wir mit Leclerc mithalten können. Oder ob er sich gleich davon fahren kann. Wäre wichtig, im DRS-Fenster zu bleiben. Gerade auf dieser unglaublich langen Geraden. Aber der kommt schon gut weg, muss man sagen. Ja, das ist halt auch ein Ferrari, ne? Also auch wenn der Alpine besser ist als der Williams. Wenn solche Fahrzeuge da frei fahren können, dann können wir da eigentlich noch nicht mithalten. Wir müssen wohl eher wirklich nach hinten schauen. Wir haben jetzt natürlich viel Power, was schon mal gut ist, um uns zu verteidigen. Denn wir müssen damit auch so ein bisschen haushalten. Jetzt kommt Verstappen ran. Aber er kommt noch nicht so ran, dass er wirklich attackieren kann. Nur ich habe halt wohl kein DRS, wie es scheint, gleich.
Weil Leclerc sich eine Sekunde schon rausgefahren hat. Aber der war ordentlich hier am Pushen in der ersten Runde. Ui, Quersteher. Verstappen könnte jetzt kommen. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone liegst. Ja. Jetzt gucken wir mal, ob wir uns da irgendwie ranpirschen können an Leclerc nochmal. Irgendwie es schaffen. Aber schwierig. Kleine Quersteher. Verstappen will es vielleicht hier schon probieren. Ui. Max Verstappen. Etwas sehr aggressiv. Weiter hinten ist irgendwo eine gelbe Flagge. Alles klar. Aber alles halb so wild anscheinend. Irgendwo ist wieder gelb gewesen. Sainz ist ausgeschieden. Naja, also bei dem läuft ja auch gar nichts. Verstappen liegt hinter dir. Sie fahren mit neuen Mediums. Ihre Reifen sind eine Runde alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,37,9. Ich komme hier gar nicht so schlecht dieses Mal raus und jetzt muss ich alles wegpowern, was ich habe. Jetzt ist halt die Frage, ob das reicht. Gegen einen Max Verstappen mit DRS. Boah, schwierig, schwierig. Obwohl ich fast alles rausgegeben habe, kommt der jetzt hier neben mir. Ah, Verstappen ist durch wahrscheinlich, oder? Ja. Da kannst du halt nicht gegenhalten. Gegen Max. Aber diesmal habe ich DRS. Sehr schön. Alonso attackiert. Wir können auch dort uns erstmal verteidigen. Auch der hat natürlich mehr Speed mit seinem Aston Martin. Vielleicht können wir aber am Verstappen erstmal dranbleiben und uns mit DRS da ranziehen. Ich meine, so ein Podiumsplatz beim Sprint wäre schon was. Alonso könnte es jetzt gleich vielleicht nochmal probieren. Verstappen ist übrigens inzwischen Erster. Und wir müssen jetzt ein bisschen sparen hier mit unserer Energie. Aber Alonso kommt nah ran. Nächste Runde wird es, glaube ich, nochmal richtig gefährlich, wenn Alonso dann richtig dran ist. Weil wir haben nach vorne keinen DRS, können da nichts machen aktuell. Da kommen wir auch von der Geschwindigkeit gar nicht ran. Und Alonso wird weiter pushen. Auch hier hat er jetzt natürlich DRS, da brauchen wir jetzt auch ein bisschen mehr Energie. Er könnte es jetzt schon probieren. Da sind wir aber noch ein bisschen zu schnell, weil es hier zu kurz ist. Aber das nächste Mal auf der ganz langen Geraden, da könnte er zuschlagen. Und mir damit den Podiumsplatz klauen. Ich meine, wir haben Glück, dass es hier nur der Sprint ist. Deswegen werden wir nicht so weit zurückfallen wahrscheinlich. Ich denke, eine Top-5-Platzierung ist durchaus realistisch. Gut wäre es natürlich, wenn wir es nochmal schaffen, nochmal ein, zwei Runden uns mehr zu verteidigen. Ja, so natürlich nicht. So natürlich nicht. Na super. Dafür haben wir gleich hoffentlich DRS. Aber das ist jetzt natürlich ärgerlich. Weil damit ist eine Top-5-Platzierung jetzt eher wieder ciao. Aber wir schauen mal. Wenn wir DRS haben, dann sind wir auch schnell auf der Geraden. Na, hier haben wir sehr viel leider verloren. Jetzt könnte aber Russell gleich den Alonso attackieren. Und wir werden vielleicht auch versuchen, uns irgendwie in Stellung zu bringen. Ja, attackiert euch nur. Ja, die verlieren da viel Zeit. Wir haben hier die bessere Ausbeschleunigung. Jetzt hat Russell nämlich kein DRS. Das könnte jetzt spannend werden. Ui, zu dritt hier wäre gefährlich gewesen. Hätte ich das durchgezogen. Alonso versucht wieder vorbeizuziehen. Ich versuche mich hier irgendwie mit reinzusneaken. Ja, ich habe zweimal Hallo auch zu Russell gesagt. Dieses Mal ist Perez sehr nah dran. Das Gute ist, wir haben gerade so noch DRS gehabt. Und damit können wir uns erstmal verteidigen. Wir sind halt schnell auf der Geraden. Alonso konnte selber seinerseits nicht mehr Russell attackieren. Wir haben gleich noch die eine Runde. Oh, das ist gut, wenn jetzt Norris und Perez kämpfen. Dadurch verlieren die beiden Zeit. Dadurch können wir vielleicht die Top 5 hier behalten. Oh, die haben sich aufgehalten. Sie sind jetzt außerhalb des DRS-Fensters. Sehr schön. Die letzte Runde des Rennens.
Für uns geht es einfach darum, hier diese Top 5 erstmal zu saven. Was, wenn man es so versucht? Ja, wir versuchen es. Uns hier rein zu quetschen. Alonso jetzt hier neben uns. Herausbeschleunigung, da hat er Vorteile, ja. Da hat er Vorteile gehabt. Ne, das klappt nicht. Da hat man natürlich hier und da mal was probiert, aber beides nicht geklappt. Ui, 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 Junge, Junge, Junge. Vorsichtig, jetzt wieder auf die Strecke kommen. Ja. Norris vorbei. Norris leider vorbei. Da war ich ein bisschen sehr aggressiv. Reifen sind natürlich auch nicht mehr perfekt. Okay, konzentrier dich. Wir müssen dranbleiben. Ja, jetzt die Frage, ob wir DRS haben oder nicht. Sonst wird es ein bisschen bitter. Ich meine, sechster Platz ist eine gute Platzierung. Bisschen bitter, dass Fehler dazu geführt haben, dass ich früher als nötig die Plätze verloren habe. Aber da wäre sicherlich mehr gegangen. Eieiei. Ja, Reifen sind auch schon ein bisschen problematisch. Und jetzt halt die Frage. Wir haben Gott sei Dank DRS. Weil guckt euch an, wie nah der McLaren ist. Und ohne DRS hätten wir uns hier kaum verteidigen können. Nochmal alles rausgeholt. Ey, komm, P6 ist nicht schlecht. Das sind 4 Punkte. Ne, 3 Punkte im Sprint, sorry. Aber trotzdem, es wäre ein bisschen mehr gegangen. Ich glaube, Top 5 wäre möglich gewesen. Aber ich will gar nicht meckern. Geiles Sprint-Qualifying, okay, und Sprint-Punkte geholt. Das Ding sauber zu Ende. Immerhin, komm, kann man nicht zu unzufrieden sein, auch wenn die Fehlerchen nicht sein hätten müssen. Immer die Endplatzierung des Sprints. Verstappen auf 1, vor Leclerc, vor Russell, vor Alonso, dann Norris, dann ich auf 6, Piastri und Perez, Hamilton und Stroll keinerlei Punkte, Ocon am Ende 12. geworden. Naja, springen wir ins Qualifying des Rennens und schauen mal, wie es dort für uns laufen wird. Auf geht's jetzt hier gleich in unsere erste Qualifying-Runde fürs Rennen. Und wir schauen, was für eine Zeit wir hier hinlegen. ...24,7 von Hülkenberg im ersten Sektor. Wir wurden auf P20 befördert. Ja, noch haben wir ja keine Runde gefahren. Bestzeit im ersten Sektor, stark. Richtig stark. Schon im Sprint-Qualifying waren wir ja nicht übel. Ganz im Gegenteil. Ein bisschen weit raus. Immer noch eine Sekunde schneller als Hülkenberg, also... Das sollte eigentlich nur Formsache sein, dass wir uns hier qualifizieren. Und jetzt feuern wir alles raus, was wir haben. Fahren wir eine 1. 32,6. Das hat gereicht. P12, okay. Fahren mehr oder weniger die exakt gleiche Zeit, die auch Ocon gefahren hat. Paar Tausendstel langsamer. Aber sehr, sehr ähnliche Zeit. Sainz ist nicht so weit weg. Der ist nur ein Zehntel weg. Und Albon mit einer 1,32,5. Richtig stark, okay. Stroll dagegen. Kritisch. Der hätte sogar hier ausscheiden können in Q1. Na gut, gehen wir ins Q2. Auf geht's jetzt in die entscheidende Runde hier in Q2. Wir schauen mal, was für eine Zeit wir hier hinlegen. Ja, gleich mal hier ein bisschen weit. Und das in dem Sektor, wo es eigentlich meine Paradedisziplin sein sollte. Ja, da bin ich nicht gut rumgekommen. Das hat viel Zeit alles gekostet. Ärgerlich. Das könnte uns schon fast Q3 gekostet haben. Minimal schneller als Lance Stroll. Weiter pushen. Alonso mit 1,31,7, ey. Stark. Boah. Ich fahre hier ein bisschen zu sehr am Maximum.
Bin auch langsamer als Troll. Das ist auch keine saubere Runde meinerseits. Ja, wir hauen raus, was geht, und dann schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass es eine bessere Runde als eben wird. Nochmal alles raus. Nochmal eine letzte gute Kurve hier. Free aufs Gas. Kurzer Quersteher. Am Ende eine 1,32,7. Ja, ähnliches Niveau wie vorhin, aber etwas langsamer. Und wieder P12. Und Esteban Ocon qualifiziert sich tatsächlich für Q3 vor Lance Stroll. Ich bin dann etwas zu langsam. Also selbst wenn ich die 1,32,6 wiederholt hätte, hätte es nicht geklappt. Ich habe halt den ersten Sektor verkackt. Aber das war definitiv hier drinne, sich hier zu qualifizieren für Q3. Haben wir am Ende nicht geschafft. Aber gut, dann gehen wir halt vom P12 ins Rennen. Wir sind hier beim Rennen in China beim Shanghai Grand Prix und schauen gleich einmal auf die Startaufstellung. Auf 1 haben wir hier Charles Leclerc mit einer 1,31,6 hier ganz vorne qualifiziert vor Sergio Perez, der eine 1,31,8 hier gefahren ist. Auf 1 und 2 Verstappen tatsächlich mal nur auf 3, dann Hamilton und Norris, Alonso auf 6, Russell auf 7, Oscar Piastri auf 8, Ocon auf 9, richtig stark vor Stroll. Wir dann auf 11, okay, Albon, Tsunoda, Hülkenberg, ah, Sainz bestimmt eine Strafe. Vesti, Joe, weil der ja ausgefallen war, Berman, Ricciardo, Bottas und Sainz von ganz hinten wegen der Strafe. Das ist natürlich bitter für den Ferrari-Fahrer. Ja, und wir werden mal schauen, was wir machen. Wir werden nämlich Folgendes tun, ich fahre einen Stint mehr. Denn ich habe auf jeden Fall bemerkt, yo, das wird ein bisschen schwierig ansonsten. Können wir soft fahren? Würde das möglich? Das wäre wahrscheinlich nicht möglich, wegen den Reifen. Aber was ist, wenn wir Folgendes machen? Wenn wir wirklich sagen, yo, wir fahren 9 Runden den hier. Dann nur ein paar Runden den soften. Pushen damit so krass es geht. Lieber so, dann 44%, das geht ja noch. Und dann nehmen wir nochmal hart. Weil mit den Mediums, weil mit dem Soften kannst du dann auf jeden Fall nochmal tot pushen. Weil die Reifen werden sonst einfach zu schwach gegen Ende. Ich probiere es mal so. Kann auch sein, dass es ein Fehler ist, aber ich probiere mal eine aggressive Strategie. Ich meine, dafür sind 50% Rennen ganz cool. Wir gucken einfach mal, ob das klappt oder nicht. Aber wir versuchen es mit so einem kurzen Mittelstint, wo man einfach mit den Soften pusht ohne Ende. Da ist man wahrscheinlich in der Phase auch 2-3 Sekunden schneller als die Konkurrenz und vielleicht lohnt sich das ja. Los geht es gleich zum Start, Leute. Wir gucken, wie wir hier wegkommen. Der Start war nicht schlecht. Stroll ist hier halt voll rübergezogen, aber das war gut für uns. Das war sehr gut für uns. Jetzt müssen wir aufpassen. Ocon hier neben uns. Ja, Esteban Ocon, ich bin hier innen, ich lasse ihm Platz, gehe hier sogar ein bisschen auf den Rasen dafür. Boah, hier neben mir ist auch noch Stroll. In einem ganz engen Duell. Stroll hat sich erstmal durchsetzen können. Ja, wir setzen uns hier nach außen. Aber Stroll bleibt wieder vorne. Wobei ich jetzt hier die bessere Rausbeschleunigung habe, aber jetzt ist er natürlich wiederum innen. Und jetzt bin ich hier innen. Rad-an-Rad-Duell mit Stroll. Das ist natürlich auch ein bisschen alles hier gefährlich. Und dann... Piastri hat hier richtig profitieren können, aber auch nur mit kleinen Berührungen. Das war sehr überraschend. Aber Gott sei Dank nichts passiert. Lance Stroll. Der versucht so ein bisschen abzudrängen. Aber jetzt hier wirklich dieses Duell mit Stroll. Da geht ihn irgendwann der Platz aus. So dass Tsunoda sogar vorbeikam. Für uns ist es nicht ganz optimal gelaufen. Der Start war okay, jetzt musst du wachsam sein und Bedrohungen in der Nähe ausmachen. Weil jetzt Piastri und Co. natürlich weg sind. Und wir da nicht mehr im DRS-Fenster sind. Jetzt müssen wir hoffen, dass die beiden sich da so ein bisschen bekriegen und dass wir da vorkommen. Ja, schön hier durchgekommen. Und das gute Stroll und Tsunoda. Okay, DRS ist jetzt verfügbar. Sind miteinander beschäftigt und wir sind im DRS-Fenster von Piastri. Das ist sehr gut.
Da werden wir versuchen zu pushen und dran zu bleiben. Wichtig wäre es für uns. Wir sind ganz nah dran hier in dieser Gruppe. Es ist mehr oder weniger der erste bis hier zum 10. bis zu mir, die so eine Gruppe bilden, bevor dann die erste Lücke da ist von Stroll und Tsunoda. Und dann ist da die nächste Lücke zu den ganzen anderen Rest. Also wieder mal DRS-Train at its best. Denk an die Überholtaste. Wir haben Energie und sollten sie nutzen. Ja, versuchen wir ja. Aber es ist natürlich auch nicht ganz so einfach hier vorbeizukommen. Ja, wir kommen hier gar nicht so schlecht raus. Tsunoda dürfte auch ganz knapp entweder im oder nicht im DRS-Fenster sein. Und wir können jetzt vielleicht mal Piastri attackieren. Ja. Ocon verteidigt sich hart. Piastri, sorry. Ja, Oscar Piastri und ich im Duell. Verlieren hier beide Zeit. Wobei das für Ocon natürlich nicht schlecht ist. Sehr gut, reife Leistung. Weil der jetzt im DRS-Fenster jetzt erstmal raus ist. Wobei er selber, also Ocon, nach vorne kein DRS hat. Das ist also gar nicht mal so gut für ihn gerade. Aber Piastri hat jetzt ein bisschen Abstand. Wir müssen jetzt gucken, dass wir an Ocon vorbeikommen. Los geht's. Versuchen wir schnell vorbeizukommen und sie in die Defensive zu drängen. Ja, wir probieren's. Noch sind die Reifen ja auch okay. Aber sobald das dann irgendwann nicht mehr der Fall ist, dann wird's schwierig. So lange geht der Alpine aber sonst ganz gut. Nicht umsonst Esteban momentan auf 8, ich auf 9. Oh, Ocon hat kein DRS. Esteban Ocon hat auf jeden Fall kein DRS gleich. Ja, ich rutsche hier schon brutal leider. Nervig. Sobald die Reifen ein bisschen schlechter werden, ist das echt eine Rutschpartie an der Stelle. Und trotzdem habe ich einen brutalen Überschuss und könnte jetzt Ocon überholen. Und er fährt nicht mal Kampflinie. Okay, gut gemacht. Gute Arbeit bei diesem Ziel. Ich krieg aber die Kurve nicht, ne? Piastri jetzt hier. Oscar Piastri. Der könnte attackieren. Nee, das klappt so nicht. Wir sind in der Box, Leute. Wir nehmen uns jetzt gleich die Soften. Ich bleib bei dieser riskanten Strategie. Vielleicht geht's komplett schief. Vielleicht ist das aber auch die richtige Strategie. Mal gucken. Es gab ein Problem beim Montieren des rechten Vorderrads. Das ist natürlich nicht ideal, aber versuch wieder ins Rennen zurückzukommen. Egal, wenn das mal vorkommt, ist nicht schlimm. Hauptsache nicht so oft wie bei den Williams. Und jetzt heißt es pushen, pushen, pushen. Jetzt musst du nur noch einmal stoppen. Noch ein Boxenstopp. Wir sind vor Tsunoda rausgekommen. Ganz wichtig, dass der uns da nicht irgendwie aufhält. Weil das wäre unser Tod gewesen. Wir haben eben gerade die schnellste Runde hingelegt und sind jetzt hinter beiden Haas. Da können wir aber mit dem besseren Reifen auch einfach so vorbei. Ja, das geht easy. Das geht ganz easy. Jetzt hier schön an den Haas vorbei. Und ciao, an beiden. Was eine Aktion. An beiden schön vorbeigezogen. Gut, gut gemacht. Schön überholt. Und jetzt müssen wir hier zu Ricciardo. 1,6 Sekunden. Ja, die haben natürlich viel, viel ältere Reifen. Die gehen gar nicht mehr gut. Wir sind auch viel schneller als unser Teamkollege. Das ist ja natürlich das Fernduell. Und gerade mit diesen Soften so zu pushen, das ist halt Gold wert für uns jetzt. Der nächste wäre Ricciardo. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 17,1 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Er ist auf Rang 8. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,38,2. Ja, überleg mal, ich habe eben eine 1,34 gefahren. Und er fährt eine 1,38. Also ich bin 4 Sekunden schneller gewesen in der ersten Runde. Vielleicht bin ich sogar in dieser hier nochmal schneller, weil ich jetzt das DRS nochmal habe, um Ricciardo zu überholen. Fährt der Kampflinie, ja. Aber da wird er sich nicht verteidigen können. Und ciao. Teamkollege jetzt aber schon in der Box. Ah, das ist ein bisschen ärgerlich. Geht dann doch relativ schnell in die Box. Esteban ist in der Boxengasse. Wir müssen in Runde 16 dann wieder.
Aber gut, wir pushen weiter, gucken mal. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit harten Reifen weiterfahren. Ui, 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 ui. Ich bin sogar vor Verstappen fast schon rausgekommen. Und der war Erster. Nur, dass man das mal hier merkt, wie krass viel besser die Weichen waren. Aber das ist natürlich eine sehr aggressive Strategie, die jetzt auch weiter aufgehen muss. Deswegen muss ich hier schnell vorbei. Der Wagen vor dir hat gerade auf harte Reifen umgestellt. Ja. Wagen vor dir jetzt auf harten Reifen. Deswegen machen wir auch kurz einen Prozess mit Max. Zumindest versuche ich es. Und es klappt. Und jetzt vielleicht auch noch mit Science, wenn ich da auf außen vorbeikomme. Schaffe ich nicht. Vielleicht kann man hier bei außen. Ne, da verliere ich nur Zeit, oder? Ne, das klappt, das klappt. Jetzt muss ich dann gleich noch an Joe vorbei. Ich muss halt so schnell wie möglich alles, was uns stört, wegkriegen. Damit wir nochmal zwei, drei geile Runden fahren können. Weil dann haben wir auch am Ende die besten harten Reifen. Auch das was macht was aus auf so einer Strecke. Wir werden damit ja nicht mehr allzu lang fahren mit den Weichen hier. Kommt sie davon. Sehr schön. Sehr schön. Stroll und Piastri sogar noch eine Runde später reingegangen. Das ist sehr gut für uns gelaufen, alles. Und damit sind wir Erster. Dein ERS ist fast aufgebraucht. Du kannst die ERS-Modi in der MFA verwenden oder vom Gas gehen und die Bremse betätigen, um es manuell aufzuladen. Damit sind wir offiziell Erster hier. So, jetzt ein Safety Car oder eine rote Flagge oder so. Danke. Aber ey, wir pushen weiter, weil wir fahren natürlich gegen unseren Teamkollegen im Fernduell. Wir gehen jetzt zu unserem Boxenstopp, holen uns die neuen Harten ab und hoffen mal, dass die jetzt ganz gut sind. Zack. Ocon ist nur Elfter, krass. Los, gib Gas. Großartiger Boxenstopp. Die Zeit war besser, als wir dachten. Ah, wir kommen hinter Albon raus vielleicht. Nicht optimal, wir haben dafür die besten Harten. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Ja, wir haben jetzt aber mit Abstand die besten Harten, das ist nicht schlecht. Das bedeutet auf so einer Strecke schon was. Wobei Ocon 11 Sekunden weit weg ist, ui, das ist viel. Da hätten wir noch schneller sein müssen mit den Soften. Hm. Albon vor dir. Sie fahren mit 9 harten Reifen. Ihre Reifen sind 3 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1:36,6. 3 Runden ältere Reifen. Okay, wir müssen schnell ran da. Ganz schnell ran da. Komm, push dich ran, push dich ran, push dich ran. Wir müssen ins DRS-Fenster, das wäre ganz wichtig. Ich glaube, wir sind im DRS-Fenster. Ja, sind wir, sind wir, sind wir, sind wir, oder? Das wäre wichtig. Wir sind im DRS-Fenster, weil jetzt können wir uns hier schon mal ranziehen, selbst wenn es jetzt hier noch nicht vorbeigeht. Wir wissen, wie schnell der Williams auf der Geraden ist. Einer der schnellsten Fahrzeuge natürlich in der Formel 1. Und guckt euch den Abstand zu Albon mal an, der ist nicht mehr so groß, 9,5. Und mit deutlich besseren Reifen kannst du schon mal eine Sekunde pro Runde gewinnen. Vor allem, wenn du hier jetzt auch nochmal DRS hast. Aber ich muss jetzt schnell vorbei an Albon. Da muss ich jetzt kurz einen Prozess machen. Machen wir auch, machen wir auch. Jetzt heißt es auf der Jagd nach Ocon. Der müsste sogar 4 Runden schlechtere Reifen haben, oder? Guck mal. Das ist Esteban vor dir. Abstand zum vorausfahrenden Auto 9,5 Sekunden. Sie fahren mit 9 harten Reifen. Ihre Reifen sind 4 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1:36,2. Okay, wir gucken mal, ob wir an Ocon rankommen und ob die Strategie dann richtig oder falsch war. Wir sind in der Nähe von Esteban Ocon jetzt schon. Wir holen unglaublich auf. Es macht halt einfach einen riesen Unterschied, ob du 3-4 Runden ältere Reifen hast. Das bedeutet halt einfach gute 10%, also jetzt mal so ungefähr, was den Verbrauch angeht. Und das macht so einen fetten Unterschied von der Geschwindigkeit aus. Bei uns jetzt zum Beispiel nach einigen Runden vorne jetzt links 15%. Lass es bei Ocon
26, 27, 28% sein. Das spürst du. Das spürst du. Selbst wenn es 7, 8% nur mehr sind. Aber das spürt man auf jeden Fall. Jetzt sind wir noch eine Sekunde hinter ihnen. Ich glaube, wir haben sogar DRS, oder? Wir haben viel Energie gesammelt. Verwende die Überholtaste. Wir haben DRS, geil. Wir ziehen uns diese Runde ran und dann kriegen wir ihn. Stroll zu kriegen wird eher schwierig. Wir sind zwar auch schneller als er, aber da kommen wir nicht mit ganz so großen Schritten ran. Aber Ocon kriegen wir und damit hätten wir 2 Punkte, weil wir aktuell auch noch die schnellste Runde haben. Also das war nicht die falsche Strategie, weil ihr seht ja selber, wo Ocon ist. Ich denke, P10 ist das Maximum, was geht. Rein von der Leistungsstärke. Und da sind wir gleich. Esteban vor dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Sie fahren mit alten, harten Reifen. Ihre Reifen sind 9 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,36,5. Du holst 1,6 Sekunden pro Runde auf. Ja, jetzt mit DRS habe ich ja halt nochmal krank aufgeholt. Ich hatte gerade 1,35,0 als Zeit. Du fährst pro Runde eine Sekunde schneller als dein Hintermann. Ja, Sainz, der ging auch früher in die Box. Ocon hier, wobei man auch Sainz eh sagen muss, der fährt nicht unbedingt die stärkste Season. Und wir müssen gleich versuchen, an Ocon vorbeizukommen. Und dann kann man das Ding sauber zu Ende fahren. Uiu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 i, nicht schon wieder hier zu weit innen kommen. Das war natürlich auch der Grund, warum ich rangekommen bin. Ich bin eigentlich Runde für Runde wirklich auf mein Limit top gefahren. Es ist auch tatsächlich, muss ich sagen, wenn man nicht redet und diese, wo dann halt der Cut für euch drin ist, wenn man dann Runde um Runde fährt, da ist man meistens einen Ticken schneller, also ich zumindest, weil man sich natürlich nur aufs Fahren konzentriert, statt aufs Kommentieren, aber jetzt hier, jetzt kommen wir hier mit ERS und DRS und Joe ist ausgeschieden. Interessant. Das war's jetzt für dich, Esteban. Er versucht sich nochmal zu wehren, aber da hat er kaum eine Chance. Ne. Kriegen auch hier die Kurve schön. Damit haben wir P10. Boah, Stroll ist nicht so weit weg, aber ich weiß nicht, ob das wirklich klappt, den auch nochmal zu kriegen. Ich glaube zwar schon, dass wir näher rankommen, aber richtig nochmal ran bei fast Super, 4 Sekunden. Du hast das Ziel erreicht. Das ist eine gute Grundlage für den Rest des Rennens. Müssen wir mal schauen, ob das funktioniert. Es ist ganz knapp, Leute. Es sind 1,5 Sekunden, die wir hinter Stroll sind. Wenn wir es schaffen, ins DRS-Fenster zu kommen, können wir vielleicht nochmal attackieren. Das wäre natürlich optimal, weil wir sind hier immer noch die schnellsten ganz vorne. Und auch hier kommen wir gut rum. Kleiner Querstär, kleiner Querstär. Es ist super knapp. Ich glaube, in dieser Runde wird es eher schwierig. Aber vielleicht die nächste. Vielleicht kommen wir in der nächsten Runde nochmal ran an Stroll. Dann könnte man nochmal einen Angriff wagen. Dann wäre diese aggressive Strategie sogar noch besser gewesen. Auch in der Endphase machen sich die besseren Reifen natürlich bemerkbar. Das ist jetzt klar. Jetzt kommt Push, Push ran. Ah, ein Zehntel. Es ist ein kleiner Zehntel. Es ist ein kleiner Zehntel, der uns da fehlt. Haben wir es vielleicht hier geschafft? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Oh, jetzt komme ich hier weit raus. Nein. Ich bin wirklich jetzt aggressiv gefahren. Jetzt ist die Frage, haben wir DRS oder nicht? Ja, wir haben DRS. Ja, wir haben DRS. Auch wenn wir da eben viel verloren haben. Jetzt können wir nochmal richtig schön ran, hoffentlich. Los, 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 los. Ja, schön. Wichtig. Hart gebremst. Wir versuchen nochmal alles. Unsere Reifen sind halt, ja, vorne links 29%. Das wird bei Stroll jetzt schon nochmal deutlich mehr sein. Boah, auch hier wieder am Maximum. Ich habe hier kein DS. Shit. Die letzte Runde läuft. Letzte Runde. Ja, komm, push, 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 Mann. Es ist die letzte Runde. Ja, hier ist unsere Stelle, wo wir nah rankommen. Ja, ja, schön. Können auch mal eine bessere Linie fahren als er. Die besseren Reifen nochmal ausspielen. Platz 9 wäre überragend. Dann hätten wir 4 Punkte plus, 2 Punkte plus schnellste Runde. Dann hätten wir 3 Punkte im Sprint geholt und 3 Punkte im Rennen. Das wäre genial. Jetzt müssen wir dranbleiben. Jetzt müssen wir dranbleiben. Oh, ich kann nicht mehr ganz so eng fahren wie vorhin. Hier treibt es einen natürlich jetzt so langsam nach außen. Jetzt keinen Fehler machen. Ja, alles gut gelaufen, alles gut gelaufen. Und jetzt brauchen wir gleich einen guten Exit. Ja. Jetzt hier aufpassen. Und jetzt hau alles raus, jetzt hau alles raus, was geht. Es sieht zwar weit weg aus, aber wir haben viel Energie noch und wir haben gleich DRS. Das könnte was werden. Oder sind wir zu weit weg?
Boah, wir ziehen daran, wir ziehen daran, wir ziehen daran, wir versuchen es nochmal, Stroll. Verteidigt sich. Aufpassen. Nee. Oder? Kommen wir nochmal ran? Nein. Ah, Querstern, nein. Nee, da geht's nicht. Ey, wir waren nochmal dran. Es hätte uns wahrscheinlich noch eine Runde mehr gebraucht, aber hey. Wir waren nochmal dran, haben es nochmal probiert. Man kann trotzdem super zufrieden sein mit diesem 10. Platz. Am Ende sollte Platz 9 nicht das mehr sein. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Wir hätten 1,5, 2 Zehntel näher dran sein müssen beim Exit an der Langgerade. Dann hätten wir es vielleicht schaffen können. Hier mal die Endplatzierungen. Verstappen auf 1, obwohl er von 3 gestartet ist. Dann de Klerk, Norris stark von 5 auf 3. Russell, Perez hat ein bisschen was verloren. Alonso, Hamilton, Piastri, Stroll von 10 auf 9. Und wir immerhin auch einen Punkt geholt, beziehungsweise 2 Punkte geholt wegen der schnellsten Runde. Also auch dafür waren die Soften und dieser Stint richtig, richtig gut. Ocon dann auf 11. Sainz auf 12, was nicht so schlecht ist als 20. Wobei man auch hier sagen muss, mit dem Ferrari kann es vielleicht eigentlich trotzdem in die Punkte fahren. Ich würde behaupten, Leclerc hätte es geschafft. Sage ich euch ehrlich. Aber gut. Albon dann 13. Ja, und ausgeschieden waren Bearman und Joe. Beim Heimrennen auch noch bei Joe, bitter. Aber wir holen einige Punkte, haben damit jetzt 16 Punkte gesammelt, was echt nicht schlecht ist. Vielleicht kann man ja langfristig mal Lance Stroll attackieren. Ocon immer noch knapp hinter Tsunoda. Aber wir sind auf Platz 6. Schön wäre es natürlich, wenn der Alpine noch ein bisschen besser wird, um wirklich mit den Top 5 sich zu duellieren. Wir werden auch immer besser, wir sind nicht so schlecht. Und wenn man da die nächsten Steps macht in den nächsten Rennen, immer weiterentwickelt, dann ist es bestimmt irgendwann möglich, auch da richtig sich zu duellieren. Dann haben wir auch eine geile Fahrerpaarung, denke ich. Mit Ocon und mir. Und ja, das war das letzte Rennen vor der Pause, Leute. Vor einer zweiwöchigen Pause mit Sprint hier. Das heißt, es wird nochmal ordentlich lang gegangen sein, höchstwahrscheinlich. Werde ich dann ja bei der Bearbeitung sehen. Aber ist ja immer so bei Sprintwochenenden, diese meist 10 Minuten länger. Nächste Updates kommen rein. Und ja, das Rennen dann übrigens auch hier. Wir sind dran an Ferrari. Wir kommen ran an Ferrari und Co. Also so weit weg ist man nicht. Lediglich Red Bull ist halt in einer ganz eigenen Liga. Die kriegt wohl erstmal keiner. Aber gut, wir sehen uns dann in 2 Wochen. Ich danke wie immer für euren langfristigen Support, Leute. Es macht einfach unglaublich Spaß. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch schon in 2 Wochen, wenn das nächste Video kommt. Ich verabschiede mich damit jetzt offiziell aus dem Urlaub und bye bye.